Die Bibel, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, das Evangelium Jesu Christi, das Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg. Und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht alles dieses? Amen! Ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage uns, wann wird dieses sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete: Und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Sehet zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation wieder Nation erheben. Und Königreich wieder Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Wehen. Wehe. Wehe. Wehen. 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 Hilf mir, Herr. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen.
Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe, Lev, das Herz, die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen sehet an heiligem Orte. Wer es liest, der beachte es. Und alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dache ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Felde ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Alsdann, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, oder hier, so glaubet nicht, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Amen. Siehe, ich habe es euch vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern, so glaubet nicht. Denn gleich wie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. Alsbald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden,
und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis. Lernet das Gleichnis. Lernet das Gleichnis. Lernet das Gleichnis. Lernet. Lernet das Gleichnis. Steh mir bei, Herr. Steh mir bei. Denn ohne dich können wir nichts tun, Herr Jesus. Das war ein Einschub von mir. Nochmals ab Vers 32. Kapitel 24, Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses sehet, so erkennet, dass es nahe an der Tür ist. Amen! Ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Damit ist ein Einschub von mir. Damit ist das Geschlecht der Juden gemeint. Vers 35. Der Himmel und die Erde werden vergehen. 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 Der Himmel
und die Erde werden vergehen. Amen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Amen.